Okay, 3, 2, 1 und hopp, Implantat-Tagebuch, Tag 82. Ja, es ist wunderschön mit dem Provisorium mittlerweile. So nach ein, zwei Wochen hat man sich wunderbar dran gewöhnt, wie das funktioniert. Und die neue Routine ist halt Zähne raus abends, in die Kogident einlegen, früh wieder Zähne rein und ja, super, ab in den Tag. Nach jedem Essen am besten eben schön spülen. Und also Zähne raus, schön und das Waschbecken halten und dann wieder rein. Weil alles, was man da drunter hat, es fühlt sich an riesig. Tja, morgen ist soweit. Da gehe ich wieder zum Kieferchirurgen. Der schneidet auf und schaut nach, wie der Knochen nachgewachsen ist. Und je nachdem, wie der Knochen aussieht, weil da war ja vorher eine Zyste drunter, kommt entweder Knochenmittel rein, dass mehr Knochen nachwächst. Oder wenn ich Glück habe, gleich der Dübel mit ein bisschen Knochenmittel. So noch mal ein wenig zuzementieren und dann ja, schön einwachsen lassen, bis wir dann wirklich den Zahn drauf machen. Und im Moment kann ich noch den hier machen. Wunderbar. Ja, warum mache ich das so? Damit ich nicht zu lange laber, verbinde ich dann jetzt mein Video mit der Planke und ich merke schon, ja, das dauert. Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit ich bin. Aber egal. Jedenfalls ja, hat man auch viel Spaß mit der Zahnlücke. Und ihr habt es ja schon gesehen, ne, müssen oder auch teilweise wegschaut, so nach dem Motto, ich will nicht sehen. Kann ich verstehen. Und in diesem Sinne mache ich jetzt mal Schluss, bevor ich zu viel noch anderen Blödsinn erzähle. Und dann, ja, tschüss. Oder so rum, tschüss. Egal. Ciao, ciao. Allmächtig ich jetzt bald vergessen, anbei noch. Videomaterial von meiner neuen Routine. Na, als erstes? Julia? Ah! Die Zähnchen raus. Dann das Becherchen gefüllt. Satz. Und Zähnchen gespült. Warum tropfe ich das ab? Egal. Und Schmirke, schmirke, schmirke. So, und für die ganz Harten, die immer noch nicht ausgeschaltet haben, ich spiele mit meinem Loch. Viel Spaß. Aber jetzt langs. Und tschüss.